Ja, und willkommen zurück zu Tomb Raider 2 Custom Level. In der letzten Folge haben wir einen Schlüssel gefunden für die Bücherei. Oder? Library, das heißt doch Bücherei, oder? Ach, ich habe keine Ahnung. Und da ist auf jeden Fall ein Hund, der hier nicht durchkommt. Sehr gut. Ja, ganz genau. Fantastisch. Knall überall gegen, das macht mir gar nichts. So, Library Key, ja. Das ist von, weiß ich nicht, das ist doch Bücherei, oder nicht? Okay. Ich habe Angst, da kommt da bestimmt was raus, oder? Hallo? Oh, es geht einmal nach rechts und einmal nach links. Okay, ich glaube, ich gehe rechts. Ich gehe rechts, weil ich Rechtshändler bin und ja. Da, huch. Ah, jetzt hört man die Vögel. Hab mich schon gewundert, das war so still irgendwie. Hui, wow, das hat hier super geklappt. So, und jetzt das hier noch. Ach, perfekt. Perfekto. Und wir kommen auf einen Balkon. Liegt denn hier irgendetwas? Nein, es liegt hier gar nichts. Schade. Oh, ach so doch. Ein Zündschlüssel? Aha. Also, es sieht wie ein Zündschlüssel aus. Müssen wir irgendetwas in die Luft jagen? Aha. Aha. So, wie heißt der denn? Detonator. Detonator. Ich kann nicht so gut Englisch. Verdammt. Auf jeden Fall ein Schlüssel. Das kann ich schon mal einschätzen. So. Was? Das hat voll viel abgezogen. Das hat voll viel abgezogen. Eieiei. Ja, und Leute, ich habe gemerkt, während ich die Folgen immer auf YouTube hochlade von diesem Custom Level, das dauert manchmal echt 3 Stunden. Ich glaube, das ist eine riesen Datei von dem Custom Level. Bei den anderen Custom Level, da hat das echt nie lang gedauert. Da hat es höchstens 1 Stunde gedauert. Aber bei diesen, je, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Folge mit 20 Minuten mache, dann steht da 3 oder 4 Stunden. Und ja, das heißt, ich muss kürzere Folgen machen, leider. Ja. Guck, der beschwert sich auch schon. Ja, muss leider gemacht werden. Aber dann hat man mehr davon. Wow. Der Hund. Weg, weg, weg. Wow. Wow, dieser Hund. Das geht aber gar nicht. Okay, da ist auch ein Hund. Die liegen da einfach so herum. Okay. Okay. Ah, ein Boot. Ah, ein Boot. Ja, sehr schön. Jetzt wird ein bisschen Boot gefahren. Und natürlich darf die Musik nicht fehlen. Oh, Vorsicht, nicht dagegen knallen. Ich habe gerade Turbo an. Ach ja, mit dem Boot durch Venedig fahren, das ist doch fantastisch. Wartet mal kurz. Kann man da durch? Nö. Liegt da irgendwas? Nö. Ach ja, diese Musik. Und da kann man. Nee, da kann man auch nicht durch. Ja gut, dann klettern wir halt hoch. Und dass schon ein anderes Boot auf der anderen Seite ja läuft, würde ich sagen. Ach ja, wunderschöne Musik. Einfach fantastisch. Aha. Ach, ich finde die Musik einfach klasse. Ich finde die irgendwie lustig. Ab runter. Ja, sehr schön. Oh, jetzt hört man die Musik nicht. Ah, ich sehe gerade, da kann man unten durch. Genau, ich wollte gerade unten durchkrabbeln, genau. Unten durchschwimmen. Was haben wir denn hier Schönes? Ein leerer Raum. Ach ja. Wie schön. Ein leerer Raum. Ach so, das ist ein Hebel. Ein Hebel. Was tut der denn? Irgendwas öffnen wahrscheinlich. So kann ich das schon einschätzen. Aha, und wo ist das zum Teufel?
Wo ist das zum Teufel? Jetzt muss ich hier unter Wasser suchen, oder was? Ich gehe mal zum Anfang zurück. Vielleicht ist das hier irgendwo. Ich sehe aber auf jeden Fall gerade, dass ich auftauchen muss. Ah, Musik läuft noch. Ja, schön auftauchen. Da ist ein Boot, eine Tür. Da ist nichts. Ah, da unten. Noch eine Tür. Wow. Überall Türen. Da ist ja noch ein Eingang. Ach, das ist sogar hier. Ja, schön. Oh, da sehe ich auch schon den nächsten Schalter. Hebel. Wieso sage ich immer Schalter? Das sind doch Hebel. Naja, aber ihr wisst ja immer, was gemeint ist. Yo. Musik müsste jetzt eigentlich vorbei sein, oder? Wo hat die sich denn geöffnet? Welche Seite? Ach so, diese. Aha. Ich will da gar nicht hin. Okay, da. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Ich habe aber keinen Schlüssel. Hilfe. Ja, fantastisch. Ich habe keinen Schlüssel. Was mache ich denn jetzt? Ach so, da ist ein Schalter. Ich wollte schon sagen, hier reinkommen ohne Schlüssel ist echt blöd. Ach so, das war nebenan. Naja, gleich wird erstmal Boot gefahren und dann yippie-yay-yay. Das wollte ich nicht machen. Ich wollte eigentlich springen. Aber egal. Passt schon irgendwie. Das passt schon irgendwie. Da kommt doch bestimmt was raus, oder? Hallo? Ah! Wo ist er? Ach, du verliest sogar den Schlüssel. Das ist doch cool. Das ist doch cool. Ja. Oh, wie kommen wir denn hier hin? Kommen wir denn da hin? Kann man hier irgendwie rüberklettern? Nö. Irgendwie nicht. Ja, hier kann man auch nirgendwo drauf. Kann man hier irgendwo drauf? Nein. Hier liegt auch gar nichts irgendwie. Schade. Schade, schade. Das macht mich sehr traurig. Jetzt können wir wieder Boot fahren, wohin auch immer. Ich fahre einfach mal in die Mitte. Hier gibt es wieder so viele Wege, da weiß man echt nie, wo man hin soll. Gott, mega groß hier. Es ist mega groß hier. Oh Leute, ich bin so doof, ich bin so doof. Ich habe doch einen Schlüssel gefunden und ich habe doch eben ein Schlüsselloch auch gefunden. Oh Mann. Gut, dass wir hier ein Boot haben. Autsch, 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 autsch. Wo hast du deinen Führerschein, Lara? Kannst nicht fahren. Beziehungsweise ich kann nicht fahren. Ja, da habe ich glatt vergessen, dass hier ein Schlüsselloch ist. Yeah, im Springen habe ich es eingesetzt. Yay. Was öffnet sich denn jetzt Schönes? Aha. Wo auch immer die ist. Ach so, ist es die jetzt hier um, oder? Ist es die? Ja, okay, sehr gut. So, raus mit dir. Bitte nicht ins Wasser. Dankeschön. Thank you very much. Oh. Ach so, jetzt sind wir auf der anderen Seite, wo wir den Schlüssel gefunden haben. Ich weiß, ich habe Probleme, ich weiß. Zerstörungswut. Ich liebe Zerstörungswut, yay. Aber natürlich nur hier im Spiel. Ja. Kriegen
kriegst mich nicht. Du erreichst mich eh nicht. Ich hab zu dir gesagt, dass du mich nicht erreichst. Hast du was verloren? Oh. Ach so, da. Aha. Unter seinem Schuh oder seinem Stiefel, weiß ich nicht. Sind auf jeden Fall hässliche Stiefel. Laura hat viel schönere. Vor allem weiße Socken. Okay. Okay, da war ich noch nicht. Wo auch immer das ist. Nein, ich wollte ins Fenster springen. Mann. Manno. Das ist blöd. Oh, da kann man ja... Ah, da wird da wohl leck sein, oder? Ist hier irgendetwas? Okay, es sieht nicht so aus. Vielleicht ein Hebel oder so? Nope. Nope, nope. Kein Hebel. Nix hier. Außer Wasser. Nasses Wasser. Genau, hier gibt's nasses Wasser. Es ist mega groß. Und da werde ich wahrscheinlich nicht hochkommen, oder? Ne, 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 das ist viel zu hoch. So, dann gucken wir einfach mal, was hier ist. Achso, da ist sogar die Tür. Da ist sogar die Tür. Vielleicht sollte ich ja auch mal speichern. Speichern, speichern. Was tun wir denn mal wegspeichern? Einfach mal das hier. Hallo? Aha. Ach nee, hier hat jemand einfach die Bücher liegen lassen. Wie asozial. Wenn man die schon liest, dann sollte man die auch einräumen. Und selbst die eingeräumten Bücher, sieht mal, wie die da rumliegen. Also, das ist nicht korrekt. Ah, 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 ah. Alter. Ein Hund, Hundelein. Oh Gott. Ah, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh, was? Noch einer. wo ist der denn jetzt? Wo bist du? Ich habe Angst. Ich habe so Angst. Es ist eine Bücherei. Yay, eine Bücherei. Das ist was Tolles. Das ist was Tolles. Ey, hallo? Nimmst du das mal bitte? Aha. Dankeschön. Thank you very much. Hep. Hallo? Ach Mensch, schon wieder hier Bücher liegen gelassen. Wow, hier sind ja noch mehr Bücher. ja. Wie komme ich denn jetzt hoch? Wie komme ich hoch? Kann ich hier hochklettern? Was? Kann ich... Hä? Was? Wie komme ich hier hoch? Wie komm... Was zur Hölle? Ich komme hier nicht hoch. Hä? Hä? Wie komme ich hier hoch? Wie komme ich hier hoch? Naja, ich sehe eh gerade, ich müsste die Folge jetzt beenden, sonst dauert das wieder echt lange. Bitte hochladen. Und ja, dann gucken wir in der nächsten Folge, wie wir hier in der Bücherei nach oben kommen. Ich habe nämlich gar keine Ahnung. Bis zur nächsten Folge. Ciao.